So, das ist auch schon im Teil 3 angelangt. Und Teil 3 behandelt nun das Thema, wie futter ich jetzt nun meine DSDT-Karte. Okay, fangen wir an. Wir gehen also nochmal hier in den Arbeitsbereich. Auf unseren Wechseldatenträger. Und einfach nochmal zu sehen und euch zu zeigen. Also hier ist jetzt also auf der MicroSD-Karte die Firmware installiert. Die Karte ist somit also scharf geschalten. Was wir also noch brauchen, ist natürlich Inhalt. Und den holen wir uns jetzt woanders. So, wir geben jetzt einfach mal hier ein, bei Google zum Beispiel DS ROM News. Schauen, was er da ausspuckt. Okay. Dann nehmen wir doch gleich mal die hier. Dies ist jetzt eine Seite, die ist sehr gut zu bedienen, einfach strukturiert und wirft keine großen Fragen auf und ist auch nicht mit Werbung zugemüllt, was ich persönlich sehr von Vorteil finde. So, jetzt haben wir also mehrere Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir suchen uns doch mal ein Spiel, was ich hier im Original daheim liegen habe. Und zwar ist es Mario Kart. Oder Kart, wie schreibt man das jetzt? Dann schauen wir mal. So, findet er nicht. Wir lesen dann. Ist klar im Vorteil. Also, hier ist es schon. Also, ich habe also hier vier verschiedene Spiele. Warum? Das ist die koreanische Version. Das ist die japanische Version. Immer zu erkennen hier am Kürzel. Hier haben wir also die europäische Version. Und ich habe hier auf der linken Seite drei Links. Jeder Link, hinter jedem Link ist ein anderer Anbieter. Also ich habe hier zum Beispiel einmal File Factory, ich habe einmal Quickshare und ich habe hier auf der 3 RapidShare. Also in unserem Beispiel nehme ich jetzt einfach mal RapidShare. Ich denke, das ist der meistgenutzte und ist sehr einfach zu bedienen. Dazu müssen wir uns die Datei hier runterladen, die ich jetzt hier markiere. Das ist die da. Und bei RapidShare ist es so, dass wenn man kein Premium-Mitglied ist, bekommt man ein Download-Ticket reserviert. In dem Fall muss ich also 1,5 Minuten etwa warten. Die Zeit wird also hier runtergezählt, wie man sieht. Und danach steht der Download auch bereit. Vorher kann ich hier nichts machen. Sollte ich also mehrere Sachen downloaden wollen, dann kann schon passieren, dass ich noch länger warten muss. So, gleich ist es soweit. Okay. Was ich also jetzt nur noch machen muss, ist hier diesen Captcha einfach hier nochmal eingeben, bestätigen. Also in dem Fall großes G, großes B, großes C und großes G. Und hier einfach diesen Link bestätigen. Und dann komme ich wieder mit meinem Pop-up und bestätige das Ganze mit auf Diskette, Festplatte speichern und drücke dann einfach auf OK. Das Ganze wird bei mir abgespeichert direkt auf der Festplatte hier. Wie man sieht, habe ich jetzt hier zwei Container. Der eine ist die RAW-Datei und das andere ist die noch nicht fertig heruntergeladene Datei. Wenn also die Datei komplett heruntergeladen wurde, wird dieser Teil hier verschwinden und nur noch der Teil hier zu sehen sein. Ich ziehe das jetzt also mal hier ganz kurz rüber. So, bei mir ist es also abgeschlossen. Der andere Teil ist also jetzt weg. Ich habe also hier diesen
Mario Kart DS Container vor mir liegen. Gut. Was wir jetzt nun brauchen, ist natürlich wieder die WinRAR. Ich klicke also mit der rechten Maustaste wieder auf den Container und sage, ich soll ihn in diesen Ordner kopieren. So. Liegt also hier bereit. Dann öffne ich den Ordner, gehe nochmal ins Unterordner und wie ich jetzt hier sehen kann, habe ich jetzt also hier nochmal eine etwa 18,3 MB Datei, die gepackt ist und die muss ich jetzt nochmal entpacken. Also wieder rechte Maustaste, diesmal Extract hier, also nicht wieder einen eigenen Ordner, das ist nicht nötig. So, und dann sagt er mir, okay, möchten Sie die vorhandene Datei durch diese ersetzen? Dann sage ich ja, alle. Und damit wird meine Datei entpackt. So, jetzt habe ich also hier einen 32 MB großen Ordner. Die Ordner haben also immer Modulgrößen von 8, 16, 32, 64 oder 132 MB. Im Prinzip kann ich mir jetzt die Datei hier sparen. Die konnte ich also im Prinzip löschen, denn das hier ist jetzt genau die Datei, die wir benötigen. So, und jetzt im Prinzip ist es einfach. Wieder rechte Maustaste, kopieren. Dann öffne ich wieder meinen Wechseldatenträger. Also meine MicroSD-Karte, gehe hier wieder rechte Maustaste und sage einfach einfügen. So. Und jetzt wird also dieses Game auf die MicroSD-Karte geladen. Es dauert also ein bisschen. Es kann also sein, dass mit eurer USB-2-Schnittstelle ein bisschen schneller geht. Es kommt auch auf die Geschwindigkeit der MicroSD-Karte an. SDHC-Karten sind hier sicherlich nochmal einen Tick schneller wie die normalen. Ich habe jetzt hier eine ganz normale SanDisk 1 GB-Karte genommen. Und die mit dem SD-Adapter einfach in meinen Laptop gesteckt. Okay. So. Ja, und damit ist eigentlich die Sache abgeschlossen. Das Spiel ist nun auf der MicroSD-Karte platziert. Und damit ist die Sache abgeschlossen. Das war's mit Teil 3.